Folge 45 von Avorion. Ja, wir wollen das Schiff ausbauen, ne? Das war unsere Idee. Und dann wollten wir erstmal nochmal in die Karte reingehen. Der Thomas Stehl hatte geschrieben, wenn ich hier Depot eingebe, dann sollte er Ausrüstungsdepots finden. Aha, überall sind Ausrüstungsdepots. Krass, hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so viele gibt. Aber da steht auch Ressourcendepot. Also ist Depot nicht mein Wort. Ausrüstung haben wir dann. Okay, dann gibt es da ein Ausrüstungsdepot, tatsächlich. Da auch. Sehr gut. Es gibt aber nur da, wo ich schon war, welche. Deswegen erkunde ich. Das war nämlich die Frage vom, wie heißt er? Thomas auch. Ne? Warum ich die Schiffe zum Entdecken war. So, damit ich das hier finde. Sonst finde ich das doch nicht, oder? Ich glaube, diese... obwohl, vielleicht... braucht man da doch nicht hinfliegen. Man sieht es auch so, oder was? Oder war da jetzt schon einer? Könnte natürlich auch sein. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ich würde jetzt sagen, wir fliegen mal dahin und gucken uns dann die beiden Ausrüstungsdepots an, die hier in nächster Nähe sind. Aber wir wollten ja erst noch unser Schiff ein bisschen ausbauen, ne? Wir brauchen ja Frachtraum. Wir müssen ja noch unser Schiff nicht nur ausbauen, wir müssen ja auch noch gucken, dass wir es hinkriegen mit Dingen. Sag schon. Erstmal Bewaffnung und so und Frachtraum brauchen wir, damit wir Handel treiben können, damit wir ein bisschen unsere Reputation, wie das auch immer heißen mag, bei diesen Vereinigungen hier verbessern können. Und dann müssen wir hier Rohstoffe verkaufen, damit wir Kohle kriegen, das können wir auch noch machen. So, das bedeutet jetzt erstmal, wie viel haben wir now in it? 18.000. Frachtraum, da ist er. Jetzt müssen wir den da reinbauen irgendwie. Ja, wo bauen wir den Frachtraum rein? Gute Frage, ne? Könnten den ja... Lass mal... Nee. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nicht irgendwas da aus... Ach, steht, das wollte ich auch nicht. Wir müssen... Doch, wir müssen zwei... Ach so, die sitzen alle dran, deswegen kann ich den nicht auswählen. Dann ist der schlecht ausgewählt, den wollen wir auswählen. Steuerung C, Steuerung V. Jetzt haben wir den... Steuerung C, Steuerung V. So, jetzt haben wir die Größe, ja. Und jetzt gehen wir auf Frachtraum. Dann möchten wir den hier dran bauen, oder? Hier vielleicht. Mag er aber nicht dahin bauen. Warum nicht? Material wäre okay. Kannst du das nicht bauen? Dieser Block überlappt zu stark mit einem anderen Block. Okay. Das wäre es ja jetzt gewesen, ne? Alternative wäre da. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir machen eine Spiegelachse an und bauen das da dran. Wie viel Frachtraum ist das denn wohl? Steht da nicht bei, ne? Wir brauchen aber 10.000. Ja, ich glaube schon, dass dieses die Höhe ist. So, jetzt haben wir noch einen Frachtraum. 2.400. Keine Ahnung. Steht ja auch K hinter, ne? Wie, keine Ahnung. Dafür sind die gut. So, und dann Waffen haben wir ja nicht, ne? Denke ich mal. Die wir noch nicht ausgebaut haben. So. Frachtraum haben wir jetzt erstmal. Warte mal, da hinten ist ja eine Aufgabe, ne? Gucken wir, was die brauchen. Schwarzes Brett. Lösemittel. Einfach. Liefer innerhalb von 20 Minuten 120 Lösemittel an eine nahegelegene Station. Du brauchst 160 Frachtraum und du musst eine Anzahlung von 37 machen. Okay, ich muss liefern. Das machen wir doch dann erstmal. Neue Mission. Jetzt muss ich nur an diese Station natürlich andocken. Das hätten wir vielleicht mal erst machen sollen. Okay. Okay. Ist aber schon schnell, die Dingens. Sub. Einmal umdrehen. Das macht dann nicht so schnell.
Ah, das ist nicht so toll gelaufen, naja. Okay. Traktionsstrahl ist an. Gut. Ach so. Habe ich das Zeug jetzt schon drin? War das automatisch? Ich kann mich da nicht mehr erinnern, wie das funktioniert. Haben wir? Okay. Und jetzt brauchen wir noch das Ziel. Eine nahegelegene Station. Mission ist da, Notruf. Aha, da müssen wir hin. Wir sind da unten. Das bedeutet, aussteigen. M. Craft. W. Craft soll sich mal das klappt wieder nicht, ne? Kriegen wir das denn einmal hin jetzt? So, Craft auswählen. Das Schiff hat keinen Kapitän. Alles klar, das war unser Fehler. Alles gut. Das bedeutet, gleich wieder einsteigen und los geht die Reise. Wir müssen es leider selber fliegen, weil wir geschlafen haben. Wir haben ja keinen Kapitän, ne? Wir brauchen jetzt ein Tor nach Osten. Da ist es. Okay, kein Stein in Sicht, oder? Passt. Da wollen wir da mal schnell hin in 20 Minuten. Hoffentlich kriegen wir das auch noch hin. Aber es sollte schon funktionieren, oder? Wir haben ja gute Triebwerke gerade, wie wir gemerkt haben. Hoffentlich haben wir auch gute Generatoren, die uns den Power wieder machen, ne? Ost-Nord-Ost-Tor. Ost-Nord-Ost-Tor, das müsste es ja sein, ne? Dann da mal schnell hin. Okay. Also Top-Geschwindigkeit, oder? Die Nao-Ne-Triebwerke sind schon genial. Jetzt geht's nach Norden. Da vielleicht. Ja. Also von der Geschwindigkeit her ist das schon mal ideal, das Schiff. Jetzt ist das alle. Da müssen wir noch was machen, dass die Akkus voller sind. Oder Generatoren schneller laden. Nord-Nordwest? Ne, ich glaube no doch, Nord-Nordwest ist sogar richtig. Aber laden tut der Generator da unten auch gar nicht so langsam, ne? Also das sieht schon mal ganz gut aus. Glück gehabt. Ich dachte, Shepard einmal und das wäre es gewesen, ne? West, Nordwest. West. Nee, Nord müssen wir mehr. Das ist das Tor, wo wir wegkommen. Was ist das andere? Da unten.
Nordost passt. Da schnell hin. So, wo müssen wir lang? Weiter die Richtung. Und Nordost passt. Hier müssen wir gerade ein bisschen gucken. Da sind lauter Asteroiden, wo wir jetzt durchfliegen. Ist mit Highspeed jetzt nicht das Beste, oder? No risk, no fun, oder wie war das? Auch. Läuft schon mal. Jetzt müssen wir Nordost. Das ist es. Schnell dahin. Jetzt sinkt der Akku. Passt aber noch. Ich glaube nochmal Nordost. Nee, Ost-Nordost. Aber wahrscheinlich dieses Tor, Ost-Nordost. Einmal schnell dahin. Klappt. Und dann noch ein Sprung, glaub, oder? Nord-Nordost wahrscheinlich, oder? Ja. Was ist das? Ja. Dann da schnell hin. Und dann müssen wir die Station finden. Und ich weiß nicht, welche das war. Müssen wir gerade einmal gucken. Eine neutrale Zone haben wir jetzt entdeckt. Mission. Ah, falscher Direktor. Ivas. Wo müssen wir das hinbringen? Das ist ein Sektor, der Kunde ist Reparaturdock. Reparaturdock. Ist das da hinten? Okay. Weit, weit draußen. Alle Triebwerke sind alle. Okay. Akku lädt wieder. Escape und Schwein gehabt. Ich brauche irgendwo noch einen Docking Port. Da oben ist einer.
So, Lieferlösemittel. Nun haben wir wie um 137 verbessert. Xibito-Organisation, das war ja nix. Das hätten wir uns auch sparen können dann, ne, oder? Ja, toll, oder? Das ist ja gleich null. Toll, oder? Was machen wir dann? Das hat uns nicht viel gebracht. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier wieder einen Cut. Ich überlege mir dann mal, wie wir da weiter vorgehen. Ich denke, das ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber naja, vielleicht kann mir der Thomas Stehle schreiben, wie wir besser an diese Punkte kommen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.